Hallo, willkommen zu einem weiteren Video von Bredrax. Wie schon angekündigt, ist es heute Donnerstag und an den D-Tagen, diesen Donnerstags, wollte ich mich wieder mit Spielen befassen. Und ja, gesagt, getan. Hier sind wir also in WoW Classic. Ich habe den Server gewechselt, den Namen, auf dem man die Namen vorregistrieren konnte, also den Server, auf dem man den Namen vorregistrieren konnte, ständig überfüllt. Ich denke mal, das wird in den nächsten Tagen, Wochen sich wohl wieder regulieren. Nichtsdestotrotz hat Blizzard da einen großen Bock geschossen. Wenn man mal guckt, damals als WoW rauskam, Europa hatte ziemlich großen Marken und der größte Anteil davon war im deutschen Markt. So, wenn man jetzt bedenkt, wie das durch die Medien ging, also in den sozialen Netzwerken und sowas, wie begeistert die Deutschen davon waren, wie viel gesagt haben, dass die wieder spielen wollen oder zumindest mal reingucken wollen. Und wenn man sich die Verkaufszahlen oder die Abonnentenzahlen dann anguckt von Blizzard, war das abzusehen, dass die Server total überlastet sind. Da nur mit zwei Servern zu starten, zur Vorregistrierung, einem PvE und PvP-Server, hätte jeder sagen können, dass das nach hinten losging. Und genauso war es. Nichtsdestotrotz, die letzten beiden Tage habe ich versucht, dort zu spielen. Hat dann immer lange gedauert. Ich glaube, wann war das? Mal überlegen. Gestern? Nee, vorgestern Abend. Ja doch, vorgestern Abend. Habe ich mich versucht, um 8:30 einzuloggen. War dann in der Warteschlange und hab's dann um, wann war das? 11:30 abends dann geschafft. Also 9:30 abends angefangen einzuloggen. 11:30 abends bin ich dann tatsächlich auch reingekommen. Bin da relativ weit gekommen in den letzten paar Tagen zum Questen. Ich habe jetzt 3 Quests für Flammenschlund gesammelt. Wäre dann ready da reinzugehen, hab Waffzeugs dabei, hab noch Pilzsporen und sowas abgegeben im Brachland und hab dann Beweglichkeitstrank und sowas geholt, hab dann natürlich auch Jägerstill, aber ja, das hat so keinen Sinn da zu spielen. Deshalb habe ich hier nochmal neu angefangen, wieder mit dem Hunter. Ich habe noch einen Krieger in Planung, einen Schutzkrieger, der ist halt aber für Gruppenspiel mit meinem Neffen zusammen und ein paar anderen Leuten eventuell. Ja, also ich spiele zurzeit hier den Jäger mit meinem Standard-Charakternamen bzw. Online-Namen, Bredrax halt. Es wird ein Treffsicherheitsjäger, der wird erstmal berufstechnisch, wird er wohl erstmal nur mit Kirschnern rumrennen. Ob ich Lederer oder sowas dabei nehmen, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich nicht. Erstmal, ja, erster Charakter, der muss Geld sparen, da muss erstmal was zusammenkommen. Ja, was habe ich weiterhin vor? Wie gesagt, ich wollte wieder so eine Gildenvorstellungsreihe machen. Das dauert natürlich noch ein bisschen, bis das soweit ist. Erstmal müssen sich hier ein paar Gilden bilden und ja, man muss auch in der Lage sein, ein bisschen umherzureisen, um den für eventuelle Ingame-Aufnahmen den, ja, auch zu den Orten hinkommen zu können. Das heißt, so bis Level 25 oder so werde ich wohl machen müssen. Und ja, man muss auch ein bisschen Werbung dafür schalten, damit sich auch jemand dafür bereit erklärt. Dafür bin ich mir noch gerade, ja, einen Fragebogen mehr oder weniger am Ausdenken. Ich wollte das dann in mehrere Rubriken packen. Ja, das Contents, die Gilde anbietet, soziale Komponenten, Aufnahmebedingungen, Verstoßregeln und sowas. Je nachdem, was die Gilde eventuell anbieten kann, in der Rubrik dann halt so Rubriken machen, die da vorstellen. Sei deine PvE-Gilde, sei deine PvP-Gilde, macht ihr RP, macht ihr Rollenspiel, hatten wir ja gerade, macht ihr Raids, macht ihr Instanzen, macht ihr, wenn ihr mehrere Sachen davon macht, wie strukturiert seid ihr so, all solche Sachen. Mindestalter, ist ein externes Forum vorhanden, ja, sonstige Anforderungen und sowas, habt ihr Event geplant und. Also das sind so Sachen, die dann damit reinkommen. Da bin ich mir dann halt auch ein vernünftiges Konzept am Ausdenken, wie ich das dann machen will. Und das wird dann umgesetzt. Jo, ansonsten spiele ich dann so abends dann immer Arbeit, so ein bisschen. Nein, okay, jetzt ist nicht abends, aber ja, so 2-3 Stündchen am Tag sind dann da drinne. Lieber WoW spielen und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Also, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, der Jäger wird auf jeden Fall ein Treffsicherheitsjäger. Und ja, da mal gucken. Wie es weitergeht. Den anderen Hunter, den ich hier erstellt hatte, auf dem anderen Server,
war Beastmaster, hatte, oder ist Beastmaster, hat Ingenieurskurs, Lehrschau, die ganzen Nebenberufe, ja. Wie gesagt, Level 13 steht direkt vor dem Flammensturm, könnte direkt loslegen, hat die Quest von Varimatras und die anderen beiden Quests da. Hat Buffzeugs dabei. Ausrüstung ist auch ganz passabel für das Level. Könnte man theoretisch eigentlich loslegen. Nur, wie gesagt, Blizzard hat da voll verkackt. Das war abzusehen, dass die Server so extrem überlastet sind, gerade wenn es dann zwei sind. Und von dem her fangen wir nochmal neu an, schön in Ruhe. Gut, ich denke mal, das sollte es dann auch für diese Folge schon mehr oder weniger sein. Ich werde ja noch ein bisschen rumquesten. Und ja, hoffe ich mal, dass wir in der nächsten Folge dann schon mehr zeigen können, machen können. Wie auch immer. Bis dahin, haut rein.